mal schauen hier. Der Preter ist ein Level up. Und wir. Was haben wir denn? Okay, wir sind anfällig gegen Dunkelheit und Wind. Das ist ja ganz wichtig zu merken. Und diesmal sind unsere Attribute auch automatisch gestiegen. Wir konnten gar nicht selbst verteilen. Oh, jetzt. Dein Level ist gestiegen. Erhöhe bitte deine Charakterwerte, bis keine Punkte mehr zu vergeben sind. Ach so, man darf immer noch einen zusätzlich vergeben, alles klar. Dann haue ich den jetzt auf Beweglichkeit, weil wir haben gerade eben schon gesehen, Beweglichkeit ist wirklich enorm wichtig. Mal schauen, vielleicht werden wir hier auch so ein Speedfreak, damit wir oft ausweichen. Bin mir nicht ganz sicher, mal schauen. Ja. So, er ist auch aufgestiegen. Bufu. Geil, mein neuer Skill. Bufu. Buy us, fuck you. Kommt aus einem Film. Zitat. Ich kann da nichts für. Vielleicht auch Beefy. Komm, die hauen wir auch noch weg, oder? Ja. Zack. Schon wieder drei. Wieso denn das? Skills. Geht unsere Runde drauf, wenn wir das jetzt machen? Muss ich echt auswählen, auf wen ich das machen will? Ich hätte gern mich. Alle Angriffe treffen garantiert kritisch. Okay. Skills. Schauen wir mal, wie viel so ein normaler Angriff mit Crit raushaut. 37, das ist doch schon mal ordentlich. Okay, du machst... Angriff? Ja. Ach so, alle Kritten. Cool. Dann schauen wir uns jetzt mal, kann bei einem Gegner Giftzustand aus. Macht der auch ganz normal Schaden? Nee. Okay, macht einfach nur Statuseffekte. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Beefy, leichter Eisschaden bei einem Gegner. Das ist doch cool. Dann kriegen wir nämlich noch ein extra Aktionsding. One Hit. Okay. Ja, ich würde sagen, wir bleiben beim Angriff. Und Angriff. So, dann können wir gleich mal die ganzen Punkte einsammeln, die da rumlungern. Ich habe schon wieder einen Lebensstein gekriegt. Okay, unsere Fee ist Level up. Hier in dem Menü können wir sie nicht drehen. Alles klar. Lernt sie was? Neuer Skill, voll süß, oder? Raku, irgendwas. Schon wieder. So. Jeder Gegner, den machen wir jetzt noch kaputt, steht anscheinend für eine ganz eigene Welle. Ich verstehe. Oh, der ist neu. Wir machen Zio. Du, greifst an. Du machst einen Ausfall. Sei mal ein bisschen ausfallend. 18, das dürfte er mit dem Auto hinkriegen, oder? Komm, Angriff. No risk, no fun. 24, sehr schön. So, und dann quatschen wir mal mit dem Aramitama. Ein scheiß Name. Du sprichst den Dämon an. Der Dämon zeigt keine Absicht, dir zuzuhören. Hör mir zu, Mann. Er will nicht. Nochmal. Er will immer noch nicht. Wir versuchen es noch ein paar Mal weiter. Nee, der will echt nicht. Okay, dann kriegt er jetzt aufs Maul. Zack. Block. Flucht. Das ist ja uncool. Ist das so ein Abra oder was? Sollen das?
Ich gegen so eine Abfrage gekämpft und keinen Superball dabei gehabt, ey. So, mal schauen. Wie sehen die Werte aus? Ganz gut, ne? MP vielleicht noch ein bisschen. Ja, MP brauchen wir noch. MP. MP. Die KP können wir ja gerade erstmal liegen lassen. Ist hier sonst noch was? Hier nicht. Da waren wir auch schon. Irgendwas hier zwischen den Häusern? Nee. Das mit dem Surfen finde ich ganz cool. Moment, was ist das? Ach, das sind die, wie heißen die noch, Miman oder so? Miman, ja. Du zu sehr auf Relikte achtest, die Miman entgehen. Nachschau überall und offen halte Augen. Das fünfmal Gloria erhalten. Schön. Aber ich habe doch überall nachgeschaut. Keine Ahnung, was er mich jetzt von mir will, warum er mich anpöbelt. So, das nehmen wir hier mit. Laufen. Okay, da können wir bestimmt rüber hüpfen. Yeah. Zweimal Medikament. Da sind Gegner, fliegende, scheinbar irgendwelche Mücken. Wollen wir erst die anderen? Wir gehen da mal runter. Nein, ich wollte das noch gar nicht. Das soll liegen bleiben. Ich hätte gerne erstmal die Mücken. Oh, cool. Dosen. Saftdose, genau. Und nochmal. Weil es so schön war. Zack. Fee. Ach so, und er. Kennen wir beide. Ja gut. So, mal schauen. Der ist schwach gegen Wind. Das heißt, unsere Fee wird ihn angreifen. Sie ist schwach gegen Finsternis. Das heißt, unser Schleim wird ihn angreifen. Sie angreifen. Skills. Zahnwand. Was ist das hier? Steigert 3 Runden lang die Abwehr von 1 mit Streiter um 1 Stufe. Okay, Zahn. Ja, den Zahn werden wir ihm ziehen. Zack. Hat noch 18. Okay, Skills. Moment, das macht ja gar keinen Schaden. Verdammt. Reicht ein normaler Angriff? Das ist die Frage, ne? 32? Nee. Selbst der Ausfall reicht wahrscheinlich nicht. Wir testen es mal. Nee. Oh, so knapp. Okay, Skills. Was ist Beefy? Stimmt, leichter Eisschaden, genau. Aber keiner von denen geht ab auf Eisschaden. Mal schauen, der hat 18. 3. Der hier. Hat gepasst. Und ein Aktionspunkt haben wir noch. Das heißt, die kloppen wir jetzt auch noch weg. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass das eine Stringfee war. Ich habe gedacht, das war eine Mücke. Der Schleim. Okay, er hat viel Stärke und Vitalität. Und einfach schlecht an Beweglichkeit. Hat nichts gelernt. Noch eine Fee. Zack. Okay, nochmal das gleiche. Was war das? Wind, genau. Angriff. Skills. Kostet 9 MP, das ist echt teuer. Aber egal, dann werden wir nicht getroffen. Weil es möglich günstiger wäre, die Heilung auszugeben und sich treffen zu lassen. Ja, das wird knapp. Hat hingehauen. So, und die hat es auch hinter sich. Auf jeden Fall.
Okay, wir haben keine Items erhalten diesmal. Da, okay, ja. Das Zeug holen wir gleich. Ich will erstmal gucken. Da können wir mit wem reden und. Ich dachte, da wären auch Gegner gewesen. Was ist denn das auf der Mini. Jetzt geh doch mal. Mini-Karte da. Wir stehen jetzt drauf. Keine Ahnung. Schauen wir uns hier drüben noch mal kurz. Oh, da ist so ein Miman. Meins. Stimmung von Dämonen sich bei Namen Vollmond oder Neumond ändern kann. Wenn ein Dämon ist in guter Stimmung, das ist eine große Gelegenheit. Das 5-mal Gloria erhalten. Okay, noch zwei weitere und es gibt die nächste Belohnung. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Nö. Hier geht's auch nicht weiter hoch, ne? Nee. Ja gut, dann sammeln wir jetzt doch den Krempel da ein und dann texten wir den Typen mal an. Wobei, erstmal... Ja, doch. Nachher will der noch kämpfen oder so. Ich halte es durchaus für realistisch. Hui! Oh, lecker. Wird er sich ärgern, wenn wir uns den Schatz einverleiben? Nö. Schleimessenz, wow. Wirklich wow. Ist das so ein Gut für Arme? Ich weiß es nicht. Sprechen. Ich komme hoch. Sprechen. Ich bin Mokui. Das ist eine Sackgasse, Pech gehabt. Wenn du hier vorbei willst, musst du bis zur Kreuzung zurück und dann den anderen Weg einschlagen. Wenn du einen großen Umweg machst, wirst du einen Zug sehen. Die schicke E23 irgendwas Serie. Die genaue Nummer ist mir jetzt entfallen. Ist jedenfalls das allercoolste Bahnmodell. Was, ernsthaft? Ich sehe doch, dass es da weitergeht. Hier, soll er sich das mal anschauen. Da ist ganz viel zum Labern, wie es aussieht. Und da ist Gegner. Alarm. Wir holen uns erstmal die Gegner. Da ist schon wieder alles voller Blubbel da. Meine Blubbel. Okay, was haben wir hier? Da oben. Schleim. Schleim. Kommen bestimmt hier runter, wenn wir zum Schatz wollen, oder? Ja, dachte ich es mir doch. Zack. Ich habe ihn erwischt. Im Dreierpack kommen sie an. Okay, wir sind komplett... Ja gut, die Fee hat ein bisschen MP weg, glaube ich. Aber sonst sind wir voll. Das ist schön. Dann machen wir mal Zio. Die Fee. Zahn. Die Zehe zieht ihm den Zahn. Schleim. Angriff. Weg ist er. Hier, wir haben noch drei Runden übrig, so wie das aussieht. Ja, genau. Da dürften eigentlich Auto-Hits reichen. 1, 2, 3. Ja, es wird eng, ne? Komm, wir machen mal Beefy. Dann reicht es ganz sicher. Angriff. Und, ups, Angriff. Okay, zwei sind Level up. Einer davon sind wir. Einmal Vitalität, einmal Beweglichkeit, einmal Glück. Naja, Punkte verteilen. Komm, damit es einigermaßen ausgeglichen ist. Wenn ein Punkt zurückbleibt, füllen wir da auf. Ansonsten gehen wir auf Beweglichkeit, würde ich sagen. Okay, er hat zweimal Beweglichkeit und einmal Glück. Lebensentzug wird erlernen. Jetzt vielleicht?
Diesen neuen Skill gewinnen wir immer. Gewinnen immer wir. Klare Sache. Okay. Lebensentzug klingt schon mal sehr brauchbar. Ist zwar teuer, aber klingt sehr brauchbar. Feuerscherbe. Okay. Auf zu den nächsten. Diesmal sind es nur zwei, das ist gut. Wir machen mal Angriff. Komm, wir verlieren so wenig HP. Oh, ernsthaft, mit einem. Na komm, dann ist er weg. 24 HP, das ist gut. Guter Schaden. Das ist leichter Allmachtschaden bei einem Gegner. Allmacht wird da gar nicht abgebildet, oder? Moment. Nee, Allmacht wird nicht abgebildet. Wenn wir das machen, ist er One-Hit. Ja, komm, wir kriegen mal einen Angriff ab. Zählt. Wir hätten echt nur einen Schadenspunkt auf den einen Typen mehr machen sollen. Okay. Wir haben jetzt 6 Schaden gefressen. Das ist wirklich nicht die Welt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir jetzt schon überlevelt sind. Vielleicht ist der Anfang einfach nur einfach. Oder vielleicht ist es so einfach, weil wir auf einfach gestellt haben. Das kann natürlich auch sein. Angriff. Oh, cool. Diesmal schafft es die Fee. Ein schöner Crit. Vierundzwanzig dürfte er hinkriegen, oder? Gerade hat er 28 gemacht. Jawohl. Schön. Gibt auch nicht mehr viel EP. Wieso kriegt sie mehr als die anderen? Sind die anderen höher oder warum kriegt sie mehr? Und der Schleim. Einen nach dem anderen hier. Okay, mal schauen. Der Schleim hat viel. Fast kaputt. Dann geht sie jetzt auf jeden Fall auf den. Weil der Schleim so viel MP hat, machen wir mal Ausfall. Ja, da ist er neutral. Gut. Schön. Na komm, weg ist er. Okay, ich könnte jetzt Zio machen, wäre wieder One-Hit, aber was soll's. Komm, diese 11 HP. Boah, kaputt. So, mal schauen, die Stringfee ist gleich wieder Level up, das ist gut. Ich glaube, diesmal wurde es gewürfelt. Okay, wir dürfen trotzdem anfangen, das ist schön. Angriff. Sehr schön, wieder ein Crit. Also die Beweglichkeit macht sich scheinbar hier richtig bemerkbar. Ähnlich wie bei Digimon World 2003, sowieso mit dem Doppeln, nur dass es hier Kritten ist. Er krittet auch, ne? Ich glaube, Beweglichkeit hat sich doch auf die Crits ausgewirkt, oder? Ich schau gleich nochmal. So, die Stringfee ist Level up, sehr schön. 2 Beweglichkeit und einen auf Magie. Kein Skill, okay.